Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge Let's Remake mit dem Ed. Wir machen weiter, wo auch immer wir aufgehört hatten. Die letzte Folge ist tatsächlich ein bisschen her. Und ja, es gibt ein neues DC. Und nein, ich besitze es nicht. Ja, stimmt, wir hatten uns das Baumhaus als unser neues Büro eingerichtet. Und den Anblick muss ich mir jetzt auch erst gewöhnen. Es ist zwar ein bisschen klein, tatsächlich. Aber was soll's. So, machen wir weiter. Die Frage ist nur, wo? Alles geht seinen Gang. Ein Geschäftsmann mit ausgezeichnetem Geschmack sucht nach einer geeigneten Wohnung in der Nähe seines Firmensitzes. Darum hat er diese gekauft, die zuvor einem feierfreudigen Chefredakteur eines berühmten Angelmagazins gehörte. Zufällig wohnt gleich um die Ecke auch eine besondere Frau. Christopher hat bereits ein paar Ideen, die er hier gerne umsetzen würde. Okay. Christopher heißt er. Akzent oder Galeriewände? My schedule is tight, but I wanted to drop in and walk you through the job. I like to have full control of the situation at all times. I only have a few minutes. The helicopter is waiting and its engines are still hot. This place looks unacceptable. You need to clean it thoroughly. For furnishings, pick something stylish, top class only. Money is not an issue. Are we clear? I need a room for my suits and ties. I want you to turn this area into a spacious wardrobe. I've left specific instructions in our contract. I'll pay you when you deliver your side of the agreement. I know you will fulfill the terms precisely. About this room, I would like to keep some things discreet. I trust my secret will be safe with you. Business as usual. Okay. Haben Musik. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht übertont werde. Ich hoffe, das passt so. Also. Mal wieder ein Fahrstuhl. Okay. Und hier soll ich bereits Sachen kaufen? Nun gut, wenn der Herr das so will. Hat einen Shortcut eingebaut. Interessant. Okay, Moment. Lasst mal kurz gucken, was haben wir noch? Vorratskammer? Hä? Oh, ich hab das DLC doch gar nicht. Hier den Lichtschalter.
Ich habe keine Ahnung. Okay. Räum den Müll auf. Sachen verkaufen. Licht an. Ja, wie war das mit dem Feuerwütigen? Ich muss nicht die Girlande verkaufen, oder? Oh, na schön. Zum Glück weniger, als ich befürchtet hatte. Das Zeug entsorge ich gleich noch. Ups. Glasscherben. Habe ich das Band fertig? 4 fehlen noch. Ach, da. Fand ich jetzt aber nicht mehr schlecht. Naja, alles Geschmackssache, ne? Räum den Müll auf. Kronleuchte. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich in dem Boden halten soll. Aber nun gut, das werden wir noch herausfinden. Ob wir den noch ändern werden. Ich könnte schon nachschauen, ja. In wie vielten Stock befinden wir uns? Ich glaube, das könnte recht unangenehm werden. Wenn da recht viel Verkehr ist und so. So. Hätten wir das? Gibt's noch Müll? Ah. Gegenstand verkaufen.
Couchtisch. Und noch ein Kronleuchter. Reinige die Verschmutzungen. Bitteschön. Du wirst mir erzählen, dass das 50% ausgemacht hat. Ach, hier ist nicht mehr was zu tun. Okay. Gegenstände kaufen. Aufteilung von dem Zimmer ja ein bisschen. Na gut. Ja, ist so schön, jedem das seine. Er macht Licht. Das ist die Glasfläche. An sich finde ich die Idee von dem Tisch ganz nice. Du wirst ihn zweimal haben. Okay. Ein Klavier. Ein Klavier. Okay. Ups. Ich habe letztlich einen anderen Hausbausimulator gespielt und da ist das jetzt ein bisschen. Da war die Drehung einfach ein bisschen anders und so. Da weiß ich noch nicht, ob ich es beibehalte. Vor allem, wenn ich zwei brauche. Naja, schauen wir mal. Hocker für Schminktisch. Was für ein Schminktisch, bitte? Jetzt eher gesagt, Palmer, packen wir das hier hin. Gemälde in Schwarz-Weiß. Naja, gut. Einmal. Zweimal. Zu groß. Teppich. Okay. Wohnzimmer soweit fertig. So, was ist das? Gustumschrank. Kronleuchter. Auch weiß, damit das schön einheitlich ist.
Okay, Hängeschränke. Also hier wollte er die Garderobe haben. So, Barney Stinson Style für die Anzüge. Ach, da kommt ja doch ein Bett hin. Ein nicht unbedingt hübsches Bett. Matratze bleibt weiß. Kissen? Ist egal. Bettzug? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das Rot war sogar noch okay. Es gibt mittlerweile einfarbige Sachen. Interessant. Details. Man kann leider immer noch nicht reinzoomen. Das wäre manchmal ganz nett. So, gucken wir mal. Ich stelle es jetzt einfach in die Ecke. Ich schlaf. Was? Das ist neu. Es gab ein Update, aber das... Was bringt es mir, wenn ich schlafen gehe? Ganz ernsthaft gefragt? Dann einmal Sofa. Ecksofa. Stelle Platz. Es sei denn? Ja, aber warum sollte man das da oben hinpacken? Guck mal dann. Teppich. Gemälde. 4 Stück.
Wo soll ich denn hier vier Gemälde? Ist aber nicht nett. Doppelte Wandlampe, zweimal Dings. Gucken wir mal, ob es reicht. 1, 2, 3. Seht ihr auch, was ich sehe? Man muss nicht mehr jede Fliese einzeln auftragen. Oh, ist das gut. Hier leider schon. Och, das hat nicht gereicht. So wie beim Malern, ja. Okay, dann muss ich jetzt hier ein bisschen schummeln. Okay, versteh, wer will. Funktioniert nicht. Also da hätte ich jetzt aber das Gekachelte echt gelassen. Naja, jedem das seine, ne? Doppel.
doppelte Wandlampe? Verkaufen. Deckenleuchte? So, zweimal das Ding hier. Und zweimal das Ding hier. Okay. Sehr gut. Schmutz. So. Eine Couch. Und Bild 2. Sehr gut. Wow. Betreibt es nicht mit dem Licht. So, dann gucken wir mal. Wandbelag wählen. Rötlich. Tapete? Bodenbelag. Ah, ja, okay. Das heißt... Rötliche Farben. Das ist so eine Art. Okay. Okay. Würde ich jetzt aber nicht nur nehmen. So. Boden. Den Boden machen wir schön dunkel. Auch wenn es eigentlich schon ist, aber okay. So. Kann ich bitte erstmal die Lampe reinballern? LED-Band, Deckenlampe. Viel davon? Zwei Stück. Oh, wow.
Na gut. Dann wollen wir mal. Das sieht man mal, wenn man ein bisschen nicht spielt, kommen gleich so viele Veränderungen mit rein. Das Streichen geht jetzt auch schneller. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Krieg's nicht so ganz hin. Dann machen wir es andersrum. 1, 2, 3, 4, 5. Ich will nur einen kleinen Streifen in der Mitte. 1, 2, gerade überlegen, weil wir noch Farbe haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ach, das geht einfach nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Machen wir es so. Aber ich denke, auf die Rückseite machen wir das jetzt nicht. Okay, dann schauen wir mal. Die Möbel würde ich jetzt eher heller halten. Helles Braun, die Beine dunkel. Belassen wir es dabei. Weiße Nähte. Passt. Thank you.
Jetzt kapiere ich's erst. Das ist ein Zocker. Also, wortwörtlich. Wie habe ich hier den Rechner gesehen? Elektronische Ausrüstung? Ach, das meinst du? Akustikpaneele? Ich muss jetzt erstmal das Zeug kaufen, sonst... Zwei Controller kann er haben. Tastatur. Maus. Das nötige Zeug halt, ne? Das kennen wir ja alle. Ich leg das mal ganz kurz hier ab. Aha. LED-Band. Eins. Zwei. Hin. Das kürzer? Ein bisschen. Die Dinger anbringen ist gar nicht so einfach. Oh.
Das Spiel verwirrt mich. Aber auf andere Weise. Ah! Oh. Drei noch. Das was? Ja, so ein bisschen. Oh, komm schon. Oh, ich sehe schon. Es passt halt nicht so ganz, ne? Vielleicht ist es auch so gedacht, dass ich es nur oben hinstecke. Ich weiß es nicht. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht, weil bis auf ein paar Stellen über der Tür zum Beispiel ist das ja eigentlich gleich klar, ne? Wofür habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht, hä? Mit der Farbe? So. Jetzt so. Okay.
Katze. Zwei. Richtig hinpasst. Teppich noch. Da. Wie geht das Budget aus? Naja. Müll weg. Hier ist sonst nichts. Oh, Katze. Nur zur Erklärung. Katze sitzt bei mir auf dem Schoß. Wo auch sonst. So, was brauchen wir denn? 15? Bodenfliesen? Ich mag das Muster von dieser Fliese tatsächlich ganz gerne. Ich hätte es nur irgendwie weniger dunkel haben wollen. So. Gut, nach einer kurzen, für euch nicht merkbaren Unterbrechung machen wir weiter. So. Drei noch? Ha. Okay. Ablegen. Ich finde das so gut. Das Update hätte ruhig schon früher kommen können. Upsi. So. Vier Stück. Sauber. Also, wortwörtlich.
2 Waschbecken mit Wasserhahn. Auf unter Holz. Das ist, glaube ich, auch eins für die neueren Modellen. Viel bequemer. Sehr schön. Sind wir hier gleich fertig? Ach du gute Güte. Rahmen. Schwarz. Nee, rosa. Der Vorhang. Rötlich. Kissen. Matratze weiß. Okay, habe ich alles? Das Bad ist fertig. Der Raum ist auch fertig. Auftrag beenden, ja? Das sind wir durch. Das sind wir durch. Fortschritt sagt mir aber, wir sind doch nicht durch. Hier fehlt was. So, jetzt sind wir durch. Das war ganz schön teuer. 100%. Für 24.000. Ich will mal kurz was ausprobieren, bevor wir die Folge beenden. Kann ich jetzt bei mir zu Hause auch schlafen gehen? Nein. Schade. Benutzen? Mein Gott, sehe ich gut aus. Respekt. Okay, ich habe das Mauspad vergessen. Mhm. Okay. Es sind 3 Sachen, also noch 2 dazugekommen. Hier ist 1. Da ist noch 1. Da ist noch 1. Okay. Auf jeden Fall haben wir in diesem DLC viel mehr zu tun. Da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen was zum Updaten. Oder nicht? Alles fertig. Aber hier haben wir noch was. Okay.
Das habe ich noch gar nicht verkauft, kann das sein? Ein Feuerhaus, ein Boot, Yachtsboot. Hauspreis 470.000. Ja gut. Müssen wir halt noch machen, ne? Vielleicht ein andermal. Ganz sicher ein andermal. Okay, dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zugesehen haben. Schaut gerne auch in meine anderen Videos rein. Link. Ja. Entschuldigung, ich bin ein bisschen konfus gerade. Gerne auch im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. So ist es richtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin. Bye, bye.